Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ätzli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, können wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Ätzli, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Beeil dich. Commander, hier ist Karnel. Brücke ist ausgeschaltet. Gut, Teamleader mit den Fahrzeugen koordiniert. Karnel, du, sie sind ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Trinity macht Jagd auf sie. Wir
Sektoren, aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan.
Was? Lasst euch nicht ablenken! Schaltet sie aus! Zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle. Als Einheit. Angriff!
Jonah, Rourke ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf.
darin gefangene Energie freisetzen. Thank you.
Es tut mir leid. Schütze, Haititi. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön Dad. Sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Dieter. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Weltsee. Ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Haititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich.
Unuratu. Meine Mutter, Kriegerin, Rebellen, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuvakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Laura. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komm ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Laura hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön.